So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich kurz und knapp: Wir müssen die Spezialisten-Ehrungen erhalten für Waffen, indem du Schaden verursachst. Nämlich 5 Medaillen müssen wir da sammeln. Nur was ist damit gemeint? Eigentlich ganz simpel. Ich kann das euch mal ganz kurz zeigen, wenn ich mal gerade hier in Ruhe bin. Da, 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 da. So, ich weiß nicht, ob ihr noch genau wisst, die Aufgaben, die bei den zusätzlichen Zielen sind. Also, es gibt ja einmal den Schrotflintenspezialist, den Pistolenspezialist, Maschinenpistolenspezialist, Sturmgewehrspezialist, Explosionsspezialist und Scharfschützen. Ja, mit Scharfschützenspezialist sage ich jetzt mal. Und damit müsst ihr halt einfach nur Schaden machen. Also holt euch einen Sniper mit, ein Sturmgewehr und macht einfach so lange Schaden. So, warte mal, kriege ich da schon eine? Mit meinem Sturmgewehr habe ich im Schiedi-Runde noch keinen Schaden gemacht. Warte, kommt's? Ne, das war die andere Medaille. Weil im Sturmgewehr kann ich mich jetzt eigentlich nicht erinnern, dass ich hier wirklich viel gespielt habe, hier die Runde. Weil ich habe nämlich gerade schon die andere Mission für euch gemacht. Gucken, wo ist er? Ja, ah, da ist es. Hier steht ihr es. Sturmgewehr-Spezialist, 250 Schaden verursacht. Damit haben wir schon mal eine Medaille fertig. Heißt, Sturmgewehr braucht hier in der Runde schon mal keinen Schaden mehr mitzumachen. So, jetzt probieren wir das Ganze noch mit der Sniper. Das wird natürlich ein Zack. Haben wir das auch. Und was kommt jetzt? Müsste nämlich eigentlich ein Kill reichen dafür, meine ich. Oder? Ne, die zweite Medaille kam noch nicht. Also muss ich noch einen Hit machen mit der Sniper. Jawohl, Standbild. So merkt ihr mal, wie ich manchmal spielen muss, weil Gruppenkeile in meinen Augen total verbuggt ist. Aber wie gesagt, so müsst ihr halt das Ganze machen. Ihr müsst halt einmal mit Pistolen Schaden machen, dann mit Maschinenpistolen und so weiter. Ist eigentlich ziemlich simpel zu machen. Ich weiß auch jetzt nicht genau, warte, wir gucken mal, ob wir mit der Pistole noch. Ah, 25 Schaden ist zu wenig. Ah, da hätte ich direkt mit der Sniper drauf ziehen sollen. Aber hier die Runde ist jetzt auch gewonnen. Aber ich denke mal, ihr wisst jetzt genau, was damit gemeint ist. Aber wir können noch mal gleich ganz kurz drauf eingehen. Wie gesagt, einmal Schrotflintenspezialist, Pistolenspezialist, Scharfschützenspezialist sind schon mal drei. Dann Maschinenpistolenspezialist und noch Explosionswerkspezialist. Also, die müsst ihr halt einfach mal sammeln. Einfach Gruppenkeile reingehen ist das Einfachste. Einfach einen gewissen Schaden machen und schon habt ihr das Ganze. Und dann wünsche ich euch in dem Sinne viel Spaß mit den Aufgaben. Gerne ein Abo da lassen, Like da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.